19:30 Landesschau aktuell. Das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz. Guten Abend. Dienstag, der 12. April. Das sind unsere Themen. Moderne Meerjungfrauen. Ein Wormser Fotograf zeigt bizarre Unterwasserwelten und die faszinierende Schönheit des Meeres. Und der Nachrichtenüberblick später in der Sendung mit Dorit Becker. Guten Abend. Was wir Ihnen jetzt noch zeigen möchten, ist wirklich spektakulär. Es sind nicht einfach nur Fotos, sondern aufwendig unter Wasser inszenierte Bilder. Gemacht von Konstantin Killer aus Monsheim bei Worms. Er war mal deutscher Meister der Unterwasserfotografie und er kombiniert seine zwei größten Leidenschaften, nämlich Tauchen und Fotografieren. Was dabei rauskommt, das zeigt er gerade im Wormser Kulturzentrum. Petra Klepper hat sich angeschaut, wie der Künstler seine Märchenwesen zum Leben erweckt. Sie wirken wie Wesen aus einer anderen Welt. Moderne Meerjungfrauen in Szene gesetzt, in immer neuen, ungewöhnlichen Perspektiven. Konstantin Killers Bilder wirken leicht, schwerelos. Und doch sind sie bis ins kleinste Detail durchgeplant. Hier sind die meisten seiner Unterwasserporträts entstanden, im Wormser Schwimmbad. Dort geht Konstantin Killer mit seiner Kamera und den Models einmal die Woche auf Tauchgang. Die Frauen brauchen einen langen Atem für ein Killerfoto. 30, 40 Mal müssen sie im Schnitt für ein Bild posieren, bis alles so ist, wie es sein soll. Also man hofft ja, dass es relativ schnell passiert, aber erfahrungsgemäß, das dauert schon eine Stunde, bis das Bild wirklich im Kasten ist. Es sind so viele Faktoren, die einfach eine Rolle spielen, die du nicht unbedingt beeinflussen kannst. Doch bis jetzt kam noch bei jedem Shooting mindestens ein außergewöhnliches Bild heraus. Die schönsten zeigt Konstantin Killer jetzt im Kulturzentrum Wormser. Neben den Modelbildern sind auch Aufnahmen zu sehen, die Killer von Reisen mitgebracht hat. Schillernd bunte Korallen aus Ägypten. Ein Barracuda-Schwarm, aufgenommen vor der französischen Mittelmeerküste. Mein Lieblingsbereich ist tatsächlich mehr Südfrankreich, also eher kältere Gewässer. Das sind ganz tolle Gebiete. Das glaubt man gar nicht, was alles unter Wasser versteckt ist. Die Bereiche sind nicht übertaucht und dadurch auch, sagen wir noch, gut intakt. Fotos von einer bizarren Unterwasserwelt, ein Wrack auf dem Meeresgrund. Und eins ist sicher, auch im nächsten Urlaub wird er seine Kamera mitnehmen. Das ist für mich ein Auswahlkriterium Nummer eins. Es wird erst einmal ein guter Tauchplatz gesucht, dann ein guter Tauchbasis und dann erst ein Hotel. Zwischen den Urlauben gibt es ja zum Glück das Wormser Schwimmbad. Und die nächste Idee für ein außergewöhnliches Unterwassershooting. Noch ein paar schöne Bilder hinterher vom Wetter.